So aktuell haben wir schon die Situation, dass Wüsten sich ausbreiten, zum Beispiel die Sahara, aber auch in anderen Teilen. Also selbst in Europa merken wir schon Auswirkungen davon. Zum Beispiel in Spanien, in Südspanien, die krasse Trockenheit der letzten Jahre, die dann sich zum Beispiel in Waldbränden ausgedrückt hat jetzt im Sommer. Insgesamt führt ein Anstieg der Lufttemperatur dazu, dass es wesentlich häufiger zu Unwettern kommt, weil also es ist nicht eine Situation, wo man eindeutig sagen kann, der Klimawandel hat jetzt schon zu den Unwettern, die wir gerade gehabt haben, geführt, aber desto stärker der Klimawandel sich beschleunigt, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Unwetter immer weiter vorkommen. Und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass wir dieses Jahr so ein Jahr voller Unwetter erlebt haben und da auch viele Menschen dran gestorben sind. Wir haben jetzt schon die Situation, dass der Meeresspiegel steigt, das für einige Inseln bedrohlich wird. Fidschi ist ja auch ein Land, die jetzt die Führerschaft über die Klimakonferenz haben und eigentlich davon sehr betroffen sind. Und wir zum Beispiel treffen uns zusammen am Sonntag mit Aktivisten aus den Fidschi und den Pacific Climate Warriors und werden so eine Art Ritual abhalten, um deren Forderungen mitzunehmen. Genau, und so ein bisschen, also viele Leute aus dem globalen Süden sind auch hier oder verfolgen unsere Aktionen sehr genau, weil die Folgen davon schon wesentlich doller spüren als wir. Aber insgesamt kann man sagen, die Folgen, die wir jetzt spüren, sind verursacht worden vor 50 Jahren. Die Folgen, die wir heute verursachen, also mit dem CO2-Ausstoß, den wir heute schon ausgelöst haben, die Folgen davon werden erst in 50 Jahren spürbar sein, weil es gibt eine Verzögerung der Wirkung von CO2 in der Atmosphäre. Und das ist natürlich das große Problem, dass wir nicht das, was schon da ist an Katastrophe, eigentlich noch nicht merken, obwohl es nicht mehr veränderbar ist. Und es gibt einige Kipppunkte, heißen die, im Klimasystem. Zum Beispiel, dass die Eiskappen immer weiter aufschmelzen. Das führt ja zum Anstieg des Meeresspiegels. Aber es führt auch dazu, dass sich die Arktis noch weiter aufheizt, weil Dunkelflächen wie Meerwasser noch mehr Wärme speichern als Eisflächen. Die reflektieren die eher weg. Und da sagt die Wissenschaft, das ist ein Kipppunkt, der schon erreicht ist. Das heißt, selbst wenn wir nicht mehr weiter CO2 emittieren würden, würde es sich da wahrscheinlich weiter aufhalten. Und das ist genau das Gefährliche. Die Wissenschaft sagt, das ist gerade noch reversibel, aber es ist wirklich, wirklich wenig Zeit. Und das wissen eigentlich alle. Und dann werden wir ja nicht nur einen Erderwärmungsanstieg um 2 Grad in den nächsten 100 Jahren erleben. Die Prognosen sind ja gerade, gehen ja gerade eher auf 4 Grad zu. Aber die Veränderung wird für die nächsten 1000, 10.000 Jahre passieren. Das heißt, die Erderwärmung wird in einem krassen Ausmaß, in einer krass kurzen Zeit passieren, wie das die Erde in den letzten absehbar hunderten Millionen Jahren noch niemals erlebt hat. Und das wird natürlich dann auch Folgen haben auf die Artenvielfalt, also über 90% der Spezies werden bestimmt aussterben, wenn das passiert. Und wie das menschliche Leben darauf reagieren kann, ist, glaube ich, total unklar. Und es hat halt unterschiedliche Auswirkungen jetzt erstmal in naher Zukunft. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also dass die Länder, die den CO2-Ausstieg am stärksten verursacht haben während der Industrialisierung und jetzt noch, zum Beispiel Deutschland, mit einem sehr hohen CO2-Ausstoß, dass Deutschland die Folgen nicht so doll merkt wie die Länder, die eigentlich dafür relativ wenig Verantwortung tragen. Und auch individuell die Menschen, die am wenigsten Verantwortung dafür tragen, nämlich die Leute, die am ärmsten sind, tragen die Folgen davon am stärksten. Das ist eigentlich in allen Ländern so.